Ja, herzlich willkommen zur Lang nach der Wissenschaft in der VW-Bibliothek und vor allem zu Slam the Library. Und zwar wollen wir beide euch heute durch eine Nacht voll mit Lyrik, Poesie, Kurzprosa und Rap führen und vor allem natürlich durch eine Nacht voll mit selbstgeschriebenen Texten unserer Slammer und Slammerinnen. Ausgebildet worden bin ich allerdings nicht an der Uni, sondern vom Dönermann und zwar zum Spießgesellen. Ich bin keine Frau, ich bin kein Mann. Und der Titel des Textes geht wie folgt. Wie ich einmal in meiner neuen WG in die Küche gehen wollte, weil ich Hunger hatte, aber das ging nicht, weil dann ja von den anderen WG-Leuten, die im Wohnzimmer saßen, gesehen worden wäre und das wollte ich nicht, jedenfalls war das die Ausgangssituation. I'm not a poet. As you see, I'm just a boy who cries his pains on the stage. Wir schließen die Augen und tauchen ein in Achtsamkeit und Imagination. Er ist erfolgreicher Entertainer und Mensch von Beruf. Hier ist Mikey Müller. Applaus bitte. Sabine, ich hab dich gesehen, ich wusste sofort. Steuertechnisch ist zwischen uns eine ganze Menge drin. Man muss doch mal das Große und Ganze Ding optimieren. Es ist still und auf meiner Haut wächst die dünne Oxidschicht, die mich selbst zur Wand macht. Manchmal bist du weg und ich lasse mich alleine weich aufatmen. Willi wütete wüst wie der Waldtrauts waghalsigen Wankelmut, worauf weibliche Wimpern wurden wässrig. Ich will nicht sagen, dass jetzt diese Poetry Slam hier unbedingt meine zweite Wahl für den Abend war. Aber ich würde sagen, wir können schon irgendwo sicher sein, dass es ein paar Leute hier an der Universität gibt, die einfach nur visionäres Potenzial nicht ganz erkennen, wenn sie es sehen. Versucht bitte nicht, ihn zu füttern. Auch wenn er so dürr ist, er ist gut ernährt. Sie leben meistens bei ihren Müttern. Ja, jetzt ist es auch schon soweit, dass wir die letzten drei gegeneinander nochmal antreten lassen. In deiner Stirn stecken Nägel und zwischen deinen Augenbrauen drückt sich ein grüner Spross durch die Haut. Tätowierter, testosterontrunkener, Taschenbillard-testender Titan, Tom tätschelte triebhaft Theresas traumhaft tighten Torso. Das war drei wirklich großartige Texte hier im Finale und deshalb bitte ich euch alle drei auch nochmal auf die Bühne für die finale Abstimmung.